Eistür ist da offen, nee, nee. So, ja, da muss ich vorbei. Jetzt wäre ich fast schon mit Tempomat vorbeigerast. Eieiei. Ach, ja. Ich muss ab und zu auf die Uhr gucken. Ich muss gleich noch jemanden wecken. Ja. Ja, sie macht mir das jetzt. Sonntagsbeleuchtung an und ab die passt. Ah, weil ich hoffe, dass ich zumindest bei mir auf der Farm jetzt die Woche auf jeden Fall anfangen kann, die Wurzelfrüchte dazu, die Kartoffeln anzufangen. Mit dem, was ich da vorhab. Also auch zu ernten, oder? Ja, anzusehen, das ganze Equipment da, weil wie gesagt, ich habe so. Folge 12, oh Gott, ich weiß gar nicht, wann meine Folge 12 rauskommt. Weil ich ja schon die ganzen Videos da hochgeladen habe. Weil ich dann noch am Anfang, oh Gott. Das, was ich versucht habe zu erklären, oder was ich mir auf die Excel-Tabelle da den Spielstand da erklärt habe, welche Richtung es da geht. 10 Minuten Laber-Video in 5 Minuten zu schneiden. Weil wer. Hab schon öfters mal den Punkt gehabt, dass ich da irgendwas vorgestellt habe oder was erklärt habe. Mhm. Noch 5 Minuten abschalte. Habe ich mal da mal was anderes da einfallen lassen. Wenn so Fahrsehen oder so irgendwas da zwischentusch oder so. Ja, genau, während du fährst, das zu machen, ne? Genau. Aber wie gesagt, da bin ich noch im. Bin ich beim Schneiden noch ein bisschen am Experimentieren, aber. Ich hab glaube ich bei der letzten das irgendwie so gemacht. Dass immer, wenn ich da, ich habe manchmal hat man ja so einfach Ruhephasen, wo man sich konzentriert, fährt zwar, aber redet nicht. Da habe ich letztens das so gemacht, dass ich die da einfach sozusagen Zeitraffer. So Warp-mäßig einfach so nach vorne dann gehe. Oder du hast einfach, was ich auch mal ausprobiert habe, ich glaube, da hast du Gras gemäht. Einfach mal kurz gesagt, wann dass sie sich da später nochmal meldet, oder? Also quasi Aufnahmestopf, ja, genau. was ich auch lustig fand, ach, was ich vergesse, die Aufnahme zu drücken, oder fast fertig warst. Ja. Aber Foto, die Foto, wie heißt die? Ach, was du da gefragt hast. Photovoltaik. Genau. Ich glaube, das bringe ich die so nett raus, wenn's. Aber ja. Das wäre doch eigentlich voll das Ding, finde ich. Also, die es müsste doch auch voll einfach sein, weil es gibt ja diese Solarpanel, gibt es ja, die sich da bewegen. Und einfach so eine Dinger, die man halt für irgendwie viel Geld einfach aufs Dach legt, wäre doch auch geil. Aber es gibt ja auch einige Gebäude, die das einfach ja schon haben. Ja, genau. Das wollte ich mich nämlich drauf hinzukommen. Die klatschen es dann eher aufs Dach, aber ich meine, warte mal, im Shop. Was war das? Bauen Windkraftanlage.
Generatoren. Hier zum Beispiel für 11.400 die kleine Windkraftanlage, die dreht sich ja quasi. Das wäre ein perfekter Modbau, wo du quasi dann die, keine Ahnung, wie so ein Schirm quasi da einfach erhöht drauf sitzt oder so. Und dann hast du da, hättest du zum Beispiel so eine Anlage. Sieht zwar ein bisschen komisch aus, aber ey. Ja, eigentlich ja auch diese Solaranlage da, diese Photovoltaik, die ja schon da ist, aber halt einfach ohne diesen Fuß, der sich mitdreht. Das wäre ja auch schon was, also. Ja, das stimmt, das wäre was. Ups. Renn bei deinem Reh durch den Traktor. Wir auch. Sind auch lebensmüde in letzter Zeit. Sind mehr geworden, ne? Und immer diese schwebenden Dinge. Ja. Also was mir auch aufgefallen ist, dass hier Vögel, also so. Oder war das hier? Muss gerade überlegen. Das Raben, irgendwie der Raben. Ich glaube, das verwechsel ich gerade auf einer anderen. Weil ich hatte so ein geiles Gebilde mal gehabt vor mir. Wo ich nämlich irgendwo unterwegs war und da kam so ein Schwarm Raben. So richtig schön Formationsflug über die Karte. Aber ich weiß nicht, ob das hier war oder woanders. Bin ich mir gerade echt unsicher. Aber das sah auch mega geil aus. Das ist immer meine Screenshots mal durchgucken. So. Jetzt zwei Bahnen vorgewendet. Aber es hat auch von der Bestellung her, wo Sonntag reinkam, ne, und Mittwoch war da. Es war voll passend, ey, also auch zeitlich. Da bin ich auch, muss ich auch echt sagen, da bin ich auch super zufrieden, wie schnell das immer so geht. Da hatte ich ja anfangs, weswegen ich das ja oft nicht machen wollte, da hatte ich ja am meisten Schiss vor, dass das einfach viel zu lange dauert. Aber da muss ich ja echt sagen, da sind wir relativ schnell. Jetzt ist es natürlich mit diesen scheiß Streiks. Das nervt. Ja, das wäre dann erst bei Freitag bei mir. Deswegen, ich habe es auch noch durch Zufall entdeckt. Hab gesagt, komm, schreibe ich dir direkt mal. Das sei was passiert. Ja, weil selbst, also wenn ich aufstehe, muss ich immer Radio hören. Ja. Das. SWR3 immer direkt dabei, also. Oder wenn ich ETS2 fahre, Nordlandrock. Ja. Reicht das? Ist das hier noch nicht so eskaliert. Also das Gerät mit den Bodenproben, das habe ich jetzt mal verkauft, weil nicht, dass das da mir irgendwas da noch abzieht. Aber ich frage mich echt gerade. Weil es war bei Gebäude. Aber was sagt denn der bei den Kosten? Muss er doch was sagen, oder nicht? Ja, das steht bei den Gebäudenkosten. Aber ein Schafstall, der kostet quasi nicht irgendwie. Betriebskosten, Gebäude zahle ich 4.300 Euro. Und es wird monatlich immer mehr, sehe ich gerade. 4.300,
Also 4,3 sind ein paar Euro. 4,3 16, 4,3 4.333, 4.350, 4.367. Diese Hast du automatische Werkstatt? automatische Kann es das sein? Ja, für die, also Weil ich die habe. kostet, glaube ich, so an die 4.000 im Monat. Ah. Alles klar. Dafür hast du halt keine Wartungskosten, aber glaube, die kostet so 4.000. Ah, gut. Sonderbeleuchtung mal wieder anmachen. Na gut. Ja gut, weil in meiner Modliste habe ich einmal, also ich habe die zwar auch drin, aber es gab mal eine noch vom Hirschfeld. Da ist er animiert, also er hatte so einen Container rausgebracht, wo quasi ein Mannequin links davor sitzt. Du wartest quasi paar Minuten und der wird geputzt, der wird getankt, der wird repariert, direkt alles auf einen Ach, Schlag. geil. Echt? So animiert sogar? Ich kenne nur den von Achi, den Achi Mobil, aber der hat hier irgendwie auf der Map nicht funktioniert. Der hat Fehler reingehauen. Okay. Ah, es war. Vor allem, ich meine, guck dir die Fleischerei, doch die Fleischerei mal an. Also, ist auch geil, wie das. Bei dieser Riesenfleischerei, Mit der was ja Kantine. gar nicht auf die Map hier. Sowas in klein, so eine geile Fleischerei, aber in klein. Nicht so riesig, die kann eine halbe Mille da kosten. Kann ja keiner leisten. Ja, ich versuche irgendwie noch mal irgendwie meine PS3 irgendwie noch zu an den Computer anzuschließen oder irgendwie an von Elgato, aber die Capture Card gibt's nicht mehr. Oder die ist dermaßen so überteuert, weil dieses von Sony, dieses das, wenn du den Stecker von der PS3 an die Capture Card aussteckst, dass du diesen Kopierschutz oder diesen da irgendwie umgehen kann. Es geht ja einfach nur ums, weil wo du nämlich vorhin gesagt hast mit den GTR, also als damals von die PS Gran Turismo 5 rauskam, Nissan Skyline, die Nissan-Reihe, die GTR, GTR Academy da für Rennfahrsport, die DLC ist alle direkt rein. Da waren so geile Autos, also da habe ich paar geile Einstellung, ey. Die Academy, ja, das hat auch, glaube ich, JP gemacht, ne? Sind ja, glaube ich, wirklich einige zum Profisport dazu gekommen, ne? Dadurch. Hab's mir auch schon überlegt, aber da muss ich ja wirklich Ass im Ärmel haben. Also da musst du auch schon Rennschale haben, habe ich gesagt, nee. Da bleibe ich lieber als beim Farmer. Ich hatte halt einige Ideen halt gehabt, nur was ist möglich, was kannst du umsetzen, was geht nicht. Ja. Weil im April will ich auf jeden Fall wieder ein bisschen mit der Flugsimulation wieder arbeiten. Das heißt, da wird auch im April kein ETS kommen. Das kann ich mich auf so viele verschiedene Sachen da konzentrieren. Ja, ach Du Gott. musst so. Och Mann, Alter. Ach, hier braucht noch Scheiße. So, die Felder werden gekalkt. Das kümmern wir uns noch um das Wasser.
zum Leben nicht einsammeln können. Stimmt, du fährst durch und repariert direkt alles automatisch, geil. So, bin ich jetzt durch oder was? Ich jetzt den Ladewagen mal holen. Mal machen. Ich was muss noch, oder? Wasser wollte ich, hab's genau, fahr direkt die Big Packs um. Also ich glaube 13.2., was ich vorhab, ist quasi dann Spezialtransport beim Eurotruck. Und wir haben, also ich versuche zumindest, wie nennt sich das? Es gab damals ein DLC raus, kannst Spezialtransport fahren, aber die KI war quasi dein mit zwei Begleitfahrzeugen. Quasi vorne und hinten abzusichern. Und da jetzt Fanta da mit dabei ist, will ich mal versuchen, dass wir quasi über. So wie hier Multiplayer. Einer fährt einen Spezialtransport und ich und ein anderer Kollege dann quasi als Absicherung Begleitfahrzeug zu fahren. Okay. Also haben wir das noch nie gemacht. Was bestimmt auch Spaß mache. Oder wenn auch ein Vierter dabei ist, der kann sogar als Polizei vorausfahren. Ach, gibt's. Ja. Leidenschaftlicher Zocker. So, ich glaube, 20.000 gehen in die Gewächshäuser rein, die großen, oder? Genau. Achso. Ja, Ralf, ich bin heute Abend wieder online. So, können wir mal was erfahren. Ich lass den mal stehen, ich hol mal den Ladewagen jetzt. Ey Siri, wie lange noch? Da war schon dran, ne? 5:35 Uhr, scheiße. Ja, was hab ich denn jetzt hier gemacht eigentlich? Bin ich ja gar nicht da, wo ich sein sollte. Oh, Fanta. Moin, Fanta. Moin. Nachricht ist raus, ne, Fanta. Also du dürftest den Link für die Mods runterladen können. Ist alles oben.
Also ich glaube, das ist irgendwie. Bei Pant habe ich so das Gefühl, der hat eine eigene Festplatte nur für Mods. Oh. Probiert viel aus. Aber mal so 4 Terabyte Mods. Ach so, ja, da kommt's auch nicht durch. Verdammt. Ich versuch gerade an so einer Feld zu drehen, aber durch eine Senkung kommst du nicht durch mit dem Frontgewicht, ne? Da hängst du. Das stimmt. Boah. Ja, aber es war auch lustig, weil ich mit dem Kumpel am Samstag noch Conan so ein Survival Game aufgenommen haben. Fast 6 Stunden Videomaterial. Und es gibt ja verschiedene Öfen. Rohstoffkohle ist bei dem großen Ofen sparsamer, als wenn du Öl reintust, um Stahl zu schmelzen zum Beispiel, ne? Oder Eisen zu verarbeiten. Und ich habe halt ihm das überlassen, dass er sich da quasi, ja, bau du mal die Öfen, Ressourcen, die haben wir ja alle. Da ist ja alles kein Problem. Und schreibt er mir abends noch nach der Aufnahme, ja, ich glaube, wir haben die falsche Öfen gebaut. Deine brauchen zu lange, hätten die anderen brauchen können. Ja, dafür haben wir jetzt 6 Stunden da reingeballert oder was? Ich weiß gar nicht, worum das da geht, aber ja. Du machst Werkzeuge dort, ja? Ja, genau. Es geht einfach nur, dass du einen Schmelzofen quasi bauen kannst. Okay. Und da haben wir einen falschen gebaut. Direkt mal 5 Stück. Aber ihr seid doch jetzt eine Erfahrung reicher. Jo. Siehst du. Aber viele Sachen wissen wir immer noch nicht. Es soll zum Beispiel, das ist wie bei, es gibt doch gewisse Modder oder so, die haben bei LS verschiedene Karten rausgebracht, wo du, wie heißen die? Das ist wieder die Standardkarte von Haut Belleron, Sachen einsammeln kannst. Ja. Gegenstände. Konnte man hier auch. Panther hat dann einfach alle eingesammelt. Geil. Und sowas, wo du suchst halt, das ist genauso wie bei dem Survival Game, wo ich meinen Kumpel zock. Und das, was wir suchen, ist Sternenstaub. Ja, find mal Sternenstaub. Das ist bei ihr bestimmt irgend so ein Endgegner, wo. Nee, das gibt's doch nicht. Schon wieder der Trecker kaputt. Was ist denn das? Wieso geht denn dieser Trecker immer kaputt? Das ist irgendwie was Neues bei Farming? Eigentlich nicht. Wie kriegst du das wieder nicht einstecken? Wie kriegst du denn den Trecker kaputt? Ich habe das letztes Mal schon gehabt. Das ist ein gemieteter Trecker. Und ich will den halt zu diesen. So, hier. Gemietet. Diesel. Schaden 4%. Defekt muss zurückgesetzt werden. Was soll denn das? Das ist gut. Das ist definitiv. So. Ich gebe den jetzt auch zurück, weil der nervt mich. Wenn ich den zurückgebe, habe ich die ganzen Monate das Leasing umsonst gezahlt. Mist. Das wäre jetzt ein Mist. Jetzt funktioniert er wieder, weil ich den zurückgesetzt habe.
So, hier. Wie viel habe ich? Jetzt habe ich denn 15 Monate. Weißt du was? Ich gebe dir jetzt einfach zurück, weil mich das nervt. Ich kann mich im Arsch lang. Was ist das denn? Das ist doch auch neu, oder? Das ist so komische Geräusche, ne? Hä? Ah, warte. Bin ich denn jetzt? Hä? Kann ich in keinen Trecker mehr einsteigen, oder? Hey. Hä? Muss schon halt erst die Tür aufmachen, wenn du, weil du die EC-Steuerung da hast. Kann ich machen, aber das, ich kann trotzdem nicht einsteigen. Okay. Theoretisch kannst du trotzdem mit Tab einsteigen. Aber ich komme jetzt nirgends mehr rein. Ja. Okay. Das war echt komisch. Das hatte ich jetzt aber so noch nicht, ey. Ich muss nie einsteigen. Wieso sehe ich denn hier diese X'e? Ah, ist lasch. Nee, geht nicht. Das ist vom Trecker. Vom Trecker, ja. Oh, jetzt stehe ich auch im Trecker. Kann damit nicht machen. Ich kann nicht mal in meine Trecker. Nein. Geh mal kurz, vielleicht auf einen anderen Hof und geh nochmal in deinen Hof rein, vielleicht klappt das. Weil ansonsten musst du einmal kurz vom Server wieder neu drauf gehen. Oh, einmal Sascha melden. Ja. Ja, ich geh mal. Nee, wie kann ich denn? Hier muss ich denn. Ich gebe einen User-Post, ja. Hof verlassen, ja, jetzt bin ich wieder auf meinem Hof. Den muss ich auch mal umbenennen. Zweitschlimm-Anlage. So. So, jetzt bin ich wieder Farm-Manager. Das funktioniert. Ich gehe mal kurz raus und komme noch mal rein. Das ist Fanta wie. Wie wichtig ist es dir, auf der Ostsee noch weiter zu spielen? So ganz nebenbei.